Hallo, ihr Lieben. Ja, ich bin zwar noch nicht ganz gesund, ich bin noch ein bisschen erkältet, weil ich momentan irgendwie voll den Virus abbekommen habe. Aber naja, ich lag jetzt die ganze Welt letzte Woche schon flach und dachte mir, jetzt muss ich endlich wieder ein Video drehen. Und ja, hab heute das Fashion-Video für euch, nachdem ich letztens gefragt habe, ob ihr das mal sehen wollt. Und da die meisten ja gesagt haben, dachte ich mir, mache ich das jetzt einfach. Es sind wahnsinnig viele Sachen und ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz von allem die Preise, aber ich werde mal versuchen, ob ich das irgendwie hinkriege und ich zeige es euch jetzt. Also ich ziehe jetzt nicht alles an, weil sonst wird das Video Jahre dauern. Ich zeige es euch in die Kamera und wenn ich mal zum Beispiel irgendwie ein Outfit damit mache, dann versuche ich jetzt in Zukunft immer wieder mal Bilder zu machen, falls ich es irgendwie auf die Reihe kriege und dann einfach so, ja, diese Outfit-of-the-Day-Videos, beziehungsweise dann vielleicht mal auf meinem Blog einfach mal ein Outfit-of-the-Day machen. Also schaut ab und zu vorbei, vielleicht kommt dann da mal irgendwas und ich versuche das jetzt mal. Und ich sehe gerade, dass bei meinem Schuh ein Band ab ist. Fange ich doch gleich mit dem an, was bei meinem Schuh. Ich habe einige Schuhe gekauft, weil ich jetzt einfach viele weggeben, wegwerfen muss, weil die einfach da ausgelatscht sind, aber nicht mehr schön. Dann habe ich mir mal ein paar neue geholt und bei dem muss ich dazu sagen, die habe ich mir von der letzten Saison gekauft. Die waren reduziert. Ich glaube, die hätten nämlich 25 gekostet und ich habe sogar nur 15 bezahlt mit so einem Rabattzeug. Das sind so Keilabsatzschuhe, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich finde, mit denen kann man am besten gehen. Und ja, hat so eine Art Stoff mit Glitzersteinchen drauf, Blümchenmuster in der Sohle. Also ich finde den richtig, richtig schön. Und wie gesagt, von Deichmann. Ich glaube, das war von diesem Graceland. Ich glaube, ich kaufe meistens Graceland-Schuhe. Ja, also den finde ich total schick. Hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem, ich mag aber wahnsinnig gerne diese Blumenmuster mit diesen Farben von diesem Material. Also das ist echt total schick. Also den habe ich mir gekauft. Manchmal mit den langweiligsten weiter. Wo habe ich die denn? Und so habe ich mir wieder für die Arbeitsschuhe gekauft. Wie ihr wisst, muss ich da viel laufen und da brauche ich bequeme Schuhe. Und habe ich mir jetzt solche gekauft, auch von Graceland. Die haben gekostet, bald ist noch drin, 19 Euro. Und ja, die sind halt einfach total schlicht, nichts total Schönes, aber ich finde trotzdem ganz nett mit diesem Pünktchen drauf. Also so für die Arbeit, das sind aber bequem, flach, ja. Solche sportliche Halbschuhe halt, die man einfach gut zum Laufen tragen kann. Aber trotzdem einfach offen sind und nicht bloß diese Turnschuhe ist, aber mal was anderes. Also das mag ich immer ganz gern. Dann habe ich mir gekauft, was ich ganz cool finde, eben auch von Graceland. Die haben gekostet 24 Euro. Also hier. Und das sind diese hier. Das sind solche, ja. Wie nennt man das? Wildlederschuhe mit Keilabsatz in so einem lustigen Muster, so gestreift. Und die Bänder sind so, auch Leder und zwar eckig, fand ich auch ganz interessant. Und die haben mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem, ganz ehrlich, ich habe die angezogen und dachte, ich habe Hausschuhe an. Die sind so bequem. Also ich habe sie noch nicht zum Laufen probiert, aber vom Reinschlüpfen. Die sind so weich, das ist, also, wenn ihr den Schuh seht, probiert ihn einfach mal an. Der ist butterweich innen drin. Das ist wie eben, als würde man in den Hausschuh reinschlüpfen. Das ist einfach angenehm, das ist so, traumhaft. Traumhaft. Nee, also dieser, den müsst ihr auf alle Fälle mal angucken, wem der gefällt. Also ich finde den sehr schick und nichts übertrieben. Also es ist ganz schlichter Schuh, also ein schlichter Schuh. Also heute habe ich ihn in Deutsch benannt, Wahnsinn. Aber gefällt mir richtig, richtig gut. Also das ist mein zweites Paar Schuhe, das ich mir gekauft habe. Oder eigentlich mein drittes, das andere habe ich mir von vor längerer Zeit gekauft. Und dann nochmal Halbschuhe und ihr merkt wahrscheinlich langsam, ich stehe auf Keilabsatz. Die haben gekostet 19 Euro, 19,90 Euro. Und das sind Ballerinas, aber mit Keilabsatz, wie gesagt. Und die haben mir auch wahnsinnig gut gefallen, weil die so ein bisschen irgendwie maritim aussehen, finde ich. Also das ist so geprägt, das Leder. Also so Kunstleder natürlich. Hier mit einem Bändchen angezogen, was komplett um den Schuh drumherum läuft. Läuft. Und hier hat eben ein Keilabsatz wieder, auch in diesem Braun und vorne das Schleifchen. Und ich fand die so, so süß und ich musste die mitnehmen. Die sind super bequem. Einziges Problem, was ich damit habe, ist, dass ich hinten leicht rausschlupfe, aber der 41 hat mir nicht gepasst. Also musste ich den jetzt nehmen und werde mir einfach eine Sohle reinlegen. Das habe ich versucht. Beim Deichmann drin konnte ich mir Sohlen reinlegen zum Testen. Und das war gleich viel, viel besser und deswegen
musste der auch mit. So, das waren jetzt alle meine Schuhe. Wie gesagt, ich brauchte einfach ein paar neue. Es war einfach total ja, schlimm. Meine alten, die sahen einfach schon sehr schrottig aus. Und ja, so fürs Frühjahr war jetzt einfach mal was Neues drin. Also ich rede heute echt ganz viel Stuss, merke ich im Nachhinein immer wieder. Also wenn ich heute so ein bisschen planlose Sätze sage und so unzusammenhängende, seltsame Formulierungen habe, nicht wundern, ich bin echt noch ein bisschen dämlich. Es ist auch noch früh am Morgen und ich bin noch blöd. Und dann eben nicht ganz gesund. Also da bitte nicht wundern. Also ich bin halt echt total chaotisch. Na gut, machen wir weiter mit einem wahnsinnig, wahnsinnig geilen Teil. Um es mal so zu sagen. Ich bin so verliebt in dieses Teil. Und zwar ist es eine grüne Jacke. Beziehungsweise ein Halbmantel oder ein Parka, wie nennt man es denn? Ich bin so schlecht in Fashion-Sachen, aber ich fand den so cool. Habe ich ein Bild? Ich habe ein Bild? Ich glaube, ich habe ein Bild. Wenn ich ein Bild habe, dann würde ich es euch irgendwo jetzt anhängen. Und ansonsten werde ich euch einen Blog eins auf alle Fälle mal zeigen, weil das so cool ist. Und zwar ist der von Orsay. Also hier hat es ein Lederteilchen drin, was ich auch sehr, sehr edel finde. Innen drin ein Top, ja, Matsch. Khaki-Grün, sage ich jetzt mal. Und das Grün selber ist so ein. Also, ich glaube, das kommt eigentlich sehr gut rüber. Also, es ist eigentlich sehr original, die Farbe, wie sie auch wirklich ist. Es ist wirklich ein richtiges Grün. Ihr seht's. Es ist. Ja, es kommt echt gut rüber. Es ist so ein bisschen. Ja, auch leicht khaki angetouchtes Grün, würde ich sagen. Aber hat so ein richtig schönes Frühlingsgrün. Und auch für den Sommer finde ich sehr schön. Ist einfach ein langer Mantel. Mit, hier mit so einem. Ja, sagst du mir. Mit einem Gürtel. Mit so lustigen Metallverzierungen, grünen Knöpfen macht. Ja, und ich finde ihn einfach nur klasse. Ich kann ihn euch mal ja so anziehen, auch wenn es nicht viel bringt, aber damit ihr das mal seht, wie cool grün aussieht. Ach ja, wenn ich es mal irgendwie gescheit hinkriegen würde hier. Also, das ist mein Mantel und ich finde den so klasse. Okay, er ist mir eigentlich ein Ticken zu klein. Es gab ihn aber nicht größer. Ich habe die größte Größe genommen, die es gab, und ich bin einfach nicht gerade schmal geschnitten. Deswegen, aber ich finde, grün ist einfach eine coole Farbe. Und ich finde, mit den braunen Haaren kann man es auch tragen. Also, ja, es ist gewagt, ich weiß. Und es ist nicht jedermanns Sache, das weiß ich auch. Aber ich bin einfach ein Knallvogel. Und ihr kennt mich mit meinen Nageldesigns, das ist auch sowas. Ich mag es einfach. Oder? Was sagt ihr? Steht mir grün? Ich bin halt übrigens wahnsinnig blass. Also ganz ehrlich, ich könnte nicht mehr drauf schminken. Mehr ging nicht. Habe ich schon hier mit meinem neuen Bronzer mich da voll geklatscht. Aber ich bin einfach käseweiß momentan. Aber naja, muss man durch. Aber ich finde, der ist echt cool, der Mantel. Freut mich richtig. Also den habe ich mir eigentlich auch gekauft. Der hat gekostet 39,95 Euro oder irgendwie sowas. Und gibt es, wie gesagt, beim Orsay, gibt es auch in tausend anderen Farben, aber ich fand einfach grün so knallgeil. Also das ist einfach der Hammer. Ich konnte nicht anders. Also ich sag hier mit der im Gürtel. Ärmel mit so auch nochmal so Gürteln drumherum, also solche Bänder. Gürtelschnalle. Also, affengeil. Ich bin happy. Ich habe zwar echt lange überlegt, lang, 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 ob ich das überhaupt trage, aber seitdem ich ihn habe, habe ich ihn schon oft getragen. Und klar, man fällt auf damit und ja, Geschmackssache, aber ich finde es cool. So, dann mache ich weiter. Ich bleib doch gleich bei Orsay, damit ich mal ein bisschen nicht ständig diese Geschäfte wechsle. Habe ich mir noch ein paar andere Teilchen gekauft. Also einmal das Top, was ich hier drunter anhabe, das ist einfach nur ein goldenes Tanktop, was so schimmert, dass man es auch nicht erkennen kann. Habe ich jetzt noch drunter. Das hat, glaube ich, irgendwie 6, 7 Euro gekostet. Dann, das habe ich sogar noch drei Stück drin. Das ist sehr praktisch. Das hat 15 Euro gekostet. Und das fand ich sehr, sehr süß. Und zwar ein graues Top. Oben eben hier mit so einem Spitzeneinsatz, der bis über den Rücken geht. Also das ist der Rückenteil. Das fand ich sehr süß. Und unten relativ locker fallend. Und ganz unten mit so einem rüschen Bändchen. Also unten ist es eben so gerüscht. Und ja, das finde ich total süß. Aber meine Kamera springt gerade wieder. Ja, also hat mir irgendwie gefallen. Ich habe sehr wenig so lockere Teile, aber ich bin momentan ein bisschen dabei, meine Klamotten ein bisschen umzus. Wie sagt man da? Meinen Kleiderschrank etwas umzuändern. Also ich habe einfach ein bisschen anderen Geschmack als früher und habe langsam versuche ich das ein bisschen zu ändern. Ja,
Auf jeden Fall, das ist neu. Dann haben wir gekauft und ich glaube, es hat 19 Euro gekostet. Aber ich habe mich wahnsinnig verliebt. Ist auch ein Top und ich finde 19 Euro für einen Top nicht billig. Aber schaut mal. Oh, ist das nicht schön. Ich habe es letztens zum Weggehen angehabt und das ist so ein Blickfang, dieses Teil. Es ist ein weißes Top. Darunter trage ich übrigens das Goldene immer, weil das ein bisschen durchsichtig am Rücken ist. Was heißt ein bisschen? Das ist ziemlich durchsichtig. Jetzt merkt man es zwar gerade nicht, aber gut. Vorne ist es doppelt genäht. Das heißt, die habe ich. Zwei Schichten Stoff, ist echt wahnsinnig hochwertig gemacht, weil diese Paletten sind halt wunderschön angenäht. Ich kann es euch mal von Namen zeigen. So sieht das aus. Überall sieht man diese feinen Nähte, aber das ist ganz toll gemacht, also richtig schön. Und ja, und relativ lang, wie ihr seht. Das ist ein relativ langes Top. Und ich finde es klasse. Also, wie gesagt, von Orsay. Und da gab es aber nicht mehr viele. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann, ob die dann nochmal kommen oder ob ich immer, aber guckt einfach mal. 19 Euro. Ein Traum. Dann habe ich sehr, sehr viel eingekauft bei, sagt's mir, bei Taco. Da habe ich zum einen, jetzt muss ich mal gucken, wo ich habe hier so ein Durcheinander. Da habe ich zum einen gekauft ein Top, das ich gerade nicht umgedreht habe. Ich hatte es letztens erst an. Und zwar hat es gekostet, ich glaube, 5,90 € oder so. Und zwar das hier, das ist ein Trägertop, also so ein Tanktop, ein bisschen schmalere Tanktop-Träger. Und das hat so einen ganz tollen Schmetterlingsprint. Schaut mal. Also ich finde das ganz schön, also ganz ohne Glitzer und Bling Bling, aber sehr schöner Print. Und ich sage, das war halt wahnsinnig günstig und da habe ich mir dann auch gleich zwei gekauft, weil die gibt es dann immer in verschiedenen Farben bei Taco. Da habe ich mir noch in Weiß gekauft. Und das so Standard für die Arbeit finde ich die wunderschön und eben wahnsinnig günstig. So, dann habe ich mir bei Taco Gürtel gekauft, mehrere Gürtel. Also einmal so einen, der ist so geflochten, gekordelt, wie auch immer. Katze. Ja, das Spiel wieder. Goldenen Gürtelteil. Und der ist sehr, sehr lang. Also den wickelt man dann zweimal. Also das ist so zum zweimal wickeln. Hinten ist er eben matt und vorne ist er glänzend. Kann man aber auch umdrehen, weil diese Gürtelschnalle, seht ihr das? Die kann man einfach umdrehen, dann kann man sie von beiden Seiten tragen. Das ist so wechselbar. Also das ist ganz gut gemacht hier. Der hat gekostet, ich glaube, 4 Euro. War wahnsinnig günstig. Dann habe ich mir noch einen gekauft. Ich glaube, der war noch günstiger, für, glaube ich, 3 Euro oder so. Der hängt gerade irgendwie fest. Und zwar ist es also einmal zum Wickeln und das ist so ein, was ist es denn? Champagner? Cognac, glaube ich, nennt man es. Cognac-Braun. Mit so goldenen Teilchen drauf, aber nur vorne. Also hinten ist dann nichts mehr. Und auch einer goldenen Schnalle. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Das sind einfach so Gürtel für übers Oberteil. Also sind jetzt nicht für die Hose gedacht, sondern einfach nur so für die Taille oder für die, also für die Taille nicht unbedingt, aber halt für so über dem Oberteil an der Hüfte trage ich die halt recht gern. So, dann habe ich mir noch ein Oberteil gekauft, was ich sau cool finde. Ist halt ein bisschen groß, aber macht nichts. Das ist so ein Schlabberlook und zwar so, was ist es denn für ein Material? So rau. Ja, und das ist riesengroß, ganz lang, aber also man trägt es wirklich wie so aus, fast als Kleid, aber halt mit einer Hose drunter. Also ich meine, wunderschönen Beinen, die Kamera nicht sehen will, wie man sieht. Also entweder ich sehe verschwommen oder die Kamera sieht verschwommen. Also irgendwie spinnt die schon wieder. Also das Teilchen eben nochmal, weil die Kamera wieder gesponnen hat, ist sehr, sehr, sehr lang. Also wirklich geht bis herunter. Hier gehört eigentlich ein Gürtel rein. Also hier sind so Gürtelschnallen, also am unteren Drittel, Hälfte, Teil, wie auch immer. Ich bin halt echt ein bisschen dämlich. Ja, und die Kamera auch. Da gehört eigentlich dieser Gürtel hin. Und zwar sieht der so aus. So auch so Leder mit Nieten dran. Der gehört hier dazu. Also der gehört eigentlich, also einmal sozusagen um die Taille. Und das Lustige an dem Oberteil ist, es ist irre weit ausgeschnitten. Also schaut doch mal. Das ist wirklich, geht über die Brust hinüber, könnt ihr mir nicht ohne was drunter anziehen, definitiv nicht. Und ist auch ein bisschen durchsichtig, wie man sieht. Aber ich mag es total gern und das ist so ein cooler Stoff und ja. Aber ich trage auch gern andere Gürtel, also nicht bloß den, weil der ist sehr dünn. So, da muss ich jetzt überlegen, genau, da habe ich noch das gekauft, auch in zwei Farben, aber eins ist in der Wäsche, so ein Braun. Und eben sowas, das ist so ein, also ich würde es mal als dreckiges Mintgrün bezeichnen. So ein bisschen alt, ja, sieht so ein bisschen oldie aus. Aber die Farbe kommt leider ein bisschen zu türkis rüber, ein bisschen grünstichiger, müsst ihr euch vorstellen. Und das trage ich dann immer eben unter diesem Top, was ich euch gerade gezeigt habe, weil es farblich finde ich sehr schön aussieht in Kombination. Also die zwei Sachen finde ich total schick jetzt für den Frühling. Genau, das noch.
Und dann habe ich mir für den Taco noch gekauft eine Handtasche, und zwar so eine ganz kleine mit langem Bändchen. Also so. Und die halt so zum Weggehen oder so. Für meine Dirndl fand ich die auch sehr, sehr passend, weil die passt auch wirklich gut zu Dirndl dazu. Und ja, muss da auch mit. Und die hat gekostet, ich glaube, 9,90 € oder 8,90 €. Die, ach ja, genau. Ich glaube, die Tops waren irgendwie für 7 € oder so. Und das lange Oberteil, glaube ich, war bei 15 oder 19 €. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und als letztes Teil habe ich mir gekauft diesen Schal. Der ist so mit Paletten dran, also so runden, eckigen Paletten, so matt schimmernd sind die, finde ich sehr, sehr schön. Und so unten Kordeln dran in so Peach-Tönen, was ich total gern mag. Also ich finde den ganz, ganz schön. Und der hat, glaube ich, irgendwie 7, 8 € gekostet, also alles so unter 10 € und das finde ich ganz okay. So, dann habe ich den nächsten Teil eigentlich, ich glaube, alles bei New Yorker gekauft. Nee, stopp. Das war, glaube ich, noch von C&A. Das sind einfach nur ganz schlichte so Polo-Shirts, weil ich die sehr gerne in die Arbeit trage. Na, krieg's halt nicht gebacken. Egal. Also das habe ich noch und den gleichen, oder das gleiche dann in einer anderen Farbe noch. Und zwar das hier. Noch Kamera, danke. Also, das sieht jetzt gerade echt dämlich aus. Die sind ganz schön eigentlich. Also so Polo-Shirts. Ganz, ganz schlicht. So, dann eben New Yorker. Da habe ich mir gekauft für, da stehen noch die Preise dran, 7,95 € ein ziemlich knalliges Shirt. Was gerade ein bisschen überblendet hier in der Kamera. Aber das ist wirklich sehr knallig. Also es ist schon, ja, der Farbton hier unten ungefähr. Sehr, sehr, sehr knallig. Aber auch recht lang. Und dann halt auch zum Drüberziehen über ein anderes Top definitiv. Dann, habe ich auch schon sehr oft und gern getragen. Gibt es auch in anderen Farben. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Ich glaube so irgendwie auch 15 € oder so. Das ist so eine Jacke. Und die finde ich wirklich schön. Und die hat so Knöpfchen dran an den Ärmeln und auch eben hier an der unteren Hälfte von dem Kragen. Also oben hat sie keine, unten gehen die dann los. Und ja, die kann man an den Ärmeln hochknöpfen. Das finde ich ganz schön. Das sind eben dann diese ja, Knoten, sage ich schon, Schmarrn, Knöpfe dran und innen drin ist ein Band, dass man die Ärmel sozusagen kürzen kann. Und dann hat die noch so süße Taschen vorne unten. Und die finde ich auch wunderschön. Also die habe ich schon auch ganz oft getragen, weil ich die sehr, sehr gerne mag. So, dann kommen jetzt so viele eigentlich weggeht, beziehungsweise Sommeroberteile. Was ich mich jetzt hier nicht täusche. Ja. Ich muss sagen, ich mag momentan Schwarze das sehr gerne. Ich habe irgendwie so einen Schwarz-Tick momentan. Das sieht man ja gar nicht, ne? Aber so kurz das so hinwurschteln. Ich habe mir einen Top gekauft für 14,95 € von New Yorker eben auch. Das ist so Urlaubssommer, sage ich jetzt mal. Das hat hier so ganz cool so Holz, naja, was sind denn das? Nicht Kugeln, sondern so längliche Teile halt. Ganz ziemlich fest, muss ich sagen. Und das ist dann sozusagen unter der Brust und dann drüber eben so als Neckholder und unten so weit fallen. Und das fand ich so schön. Es gibt es auch in anderen Farben, in Peachig und glaube ich noch so irgendwie Mint. Das finde ich sehr, sehr, sehr süß. Gefällt mir. Dann habe ich mir noch gekauft, auch in Schwarz, aber eher schlichter, so ein Top mit so einem Wasserfallausschnitt und so ein bisschen Flügelärmel. Also, es trägt sich halt dann so. Fällt dann echt ganz schön, muss man auch einen Top drunter tragen. Und das hat gekostet 7,95 €. Ach, zu dem Zettel lassen wir. Und als letztes habe ich mir noch gekauft für 9,95 € eben auch von New Yorker. New Yorker finde ich momentan irgendwie ganz cool. Das hier. Das ist oben ganz schön mit so einem geflochtenen Hals. Sieht echt schön aus. Relativ weiter Ausschnitt, aber nicht zu tief. Und hat dann eben auch Flügelärmel. So ganz fluffig fallen. Seht ihr das? Es ist so ganz leicht. Und dann unten so etwas, sagt man hier, so einen breiteren Saum, was eben am Rand so ein bisschen gerafft ist an beiden Seiten. Also so hier so eine Raffung hat. Das finde ich auch sehr schön. Für den Sommer halt. So, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich hoffe sehr, weil es war jetzt echt ein bisschen viel in letzter Zeit und da verliert man gerne mal die Orientierung.
Ich habe mir noch diese Kette gekauft. Das ist so ein Herz. Das habe ich mir bei Count L gekauft. Ist von dieser, glaube ich, IM. Nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Irgend so eine günstige Marke. Hat, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Euro gekostet. Und ist an so einem Lederband. Und dann noch ganz schnell am Schluss, weil da mache ich jetzt nicht ein extra Video drüber. Ich habe mir von P2 diesen Lipgloss gekauft aus der letzten LE oder aus der aktuellen. Und zwar diesen hier, und der ist einfach richtig cool und der schmeckt auch sehr gut, muss ich sagen. Golden Mousse? Irgendwie so. Und den habe ich auch drauf. Der ist, finde ich, sehr edel. Also es ist ein bisschen glamouröser, finde ich jetzt. Und aber es ist eine schöne Farbe. Also wie gesagt, von Sommer so ein bisschen abends, bisschen schicke, mit so ganz warmen Farbtönen, eben Gold und so getragen. Finde ich den echt ganz cool. Auch von dieser LE? Nee, es ist nicht von der LE. Schmarrn. Das ist die Essence Soul Sister. Die finde ich auch sehr gut, die LE. Habe ich mir dieses Glitzerzeug gekauft, weil ich das richtig cool finde. Da sind nämlich so türkise und grüne Glitzerpartikel drin. Das nennt sich gar nicht. Ich glaube, das hat keinen Namen oder ich kann ihn nicht lesen. Also das Türkise halt von denen. Und seht ihr, dass wir das so grünen, türkisen Glitzer hat. Das finde ich einfach gigantisch cool. Und das muss ich auch mitnehmen. Und ich habe mir noch den Bronzing Powder gekauft, weil er mich richtig geflasht hat. Das sieht in der Verpackung, finde ich, sehr normaler Bronzer. Also denkt man sich eigentlich nicht viel, dass es irgendwas Tolles sein könnte. Aber ich finde ihn richtig cool von der Farbe her. Also geswatcht sieht er erstmal so aus. Recht pudrig, Terrakottafarben. Also aufgetragen, entwickelt er so einen Terrakotta-rötlichen Touch mit so einem Schimmer drin. Weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Hier, glaube ich, seht ihr diesen Schimmer? Sieht so schick aus. Es hat so einen rötlichen, schönen Schimmer drin. Und ich trage ihn eben jetzt auch, aber die Kamera überblendet und ich bin echt blass momentan, dass es gar nicht richtig rüberkommt. Aber den mochte ich gerne. Ich glaube, die kosten irgendwie so 3, 4 Euro. So, das Video war wieder unglaublich lang. Es tut mir leid, aber ich will es jetzt nicht wieder kürzen. Deswegen höre ich jetzt einfach auf und hoffe, ihr habt es überlebt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Meine Sachen, vielleicht ein paar Anregungen für euch dabei gewesen. Irgendwas, was euch gefallen hat, was ihr euch denkt, ja, das könnt ihr mir auch kaufen. Also ich würde sagen, jetzt ist dann wieder gut. Das Video war jetzt wieder wirklich lang genug. Und wir sehen uns dann ganz, ganz, ganz hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!